Und sieht wirklich älter aus als ich, ja. So, Roadtrip Teil 3 sogar schon. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, wir sind gerade immer noch unterwegs, wer die letzten Videos gesehen hat. Und jetzt kommt zum unangenehmen Part, und zwar das Tanken. Ja, teuer. Hier gibt es nicht mal E10 Benzin. Muss mal E5 nehmen. Ja, was auch immer das heißt, keine Ahnung. Werde ich wohl früh oder spät genug auch noch kennenlernen, wenn ich meinen Führerschein mache. Naja, bevor wir viel reden, los geht's mit dem Vlog. Mann, fahr doch. So, sehr gut. So, wir sind immer noch in Oberhausen, fahren jetzt Richtung Köln. Nee, Chadwick, das ist nicht das Gleiche. Wir müssen eben, es tut mir leid, aber es geht nicht. Tut mir leid, wenn Tobi da nicht komplett mitten gucken kann, aber ich brauche wieder ein Bingo. Amerika, ja gleich. Ich will auf jeden Fall dieses Mal wieder drin haben, Chips-Tüte mit nach Bremen. Ich hoffe, dass sie nach Hause fahren. Bier machen wir wieder. War so als Counter 0 von 4. Aber beim letzten Mal hatten wir nur 1 von 4, deswegen machen wir mal runter auf 3. Burger, safe. Ich mache Burger essen, aber ich mache auch dann in ein anderes Feld Besuch von Fastfood-Kette. Tracking-App hatten wir. Das war letztes Mal, wurde es nicht erfüllt. Simone Front muss wieder rein. Ich schreibe mal rein, Chat. Passiv-aggressiv. Wisst ihr, was ich damit meine? Es kommt auch oft vor, dass Stefan und John sich so ein bisschen so anzicken oder so, ja, auch so Fronten so gegenseitig verbessern. Okay, versteht das, ne? Das versteht sich dann von selbst, wenn es passiert. Schlechtes Englisch, muss ich mal sagen. Ja, total genial und muss ich mal sagen. Meckern über Deutschland wieder, wie immer. Ja, meckern über Straßenverkehr, das wird ja hier wahrscheinlich dann wieder mit drin sein. Ne? Rotes Kleidungsstück wieder, safe. Hat er das schon an? Ah, er hat schon ein rotes T-Shirt an. Ja, das wäre ein bisschen cheesy dann, das zu nehmen. Wäre ein bisschen cheesy. Jetzt könnten wir reinnehmen, filmt John von hinten beim Laufen. Das ist so lang, wie soll ich das schreiben? Warte mal, wir hatten noch so Boomer-Aktivität, mache ich noch. So wie das über die Brücke gehen letzte Mal. Dann mache ich hier noch Boomer-Einkauf. Und dann haben wir noch eins. Dann mache ich John-Rückenaufnahme oder so. Okay. Weil Panorama, das ist so, kann auch was anderes sein. So ist gut, Chat. Wir sind da verabredet und das Wetter ist ja super. Weshalb Köln ist für mich ja immer eine Reise wert. Das liegt ja auf dem Weg, es ist nur ein bisschen über eine Stunde. Und wir genießen jetzt die Fahrt bei schönem Wetter und wir haben uns den Soundtrack hier angemacht von dem Film, den wir gestern gesehen haben, Dune Part 2 von Hans Zimmer. Und super Sache. Noch was zu erzählen, Johnny? Nee. Also das ist für mich schon Boomer-Aktivität, Chat. Also im Auto den Soundtrack von Dune zu hören, das ist für mich schon direkt eine Boomer-Aktivität. Wer hört denn? Das geht nicht für direkt grün. Den Soundtrack von Dune, das sind einfach Hans Zimmer-Melodien. Patrick, danke für die 10. Oh, kurz und bündig. Also, auf geht's nach Köln. Ja, das machen eigentlich nicht mal Boomer, aber das war das, was ich meinte. Ich hätte das vielleicht anders nennen müssen, anstatt Boomer-Aktivität so. Was ja, ich typisch ganz Stefan und John ist, wenn man nach Köln fährt. Da hat man ja immer Stau und schön viele Baustellen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber es war bisher immer so bei jeder Köln Fahrt. Köln ist ja so ein Punkt, da wollen viele hin. Ja, oder? Ja, das kann natürlich sein. Es ist wahrscheinlich so. Aber irgendwie kann es. Es werden nicht so viele Autos, ne? Ja, aber irgendwas muss da hier nicht stimmen an den Straßen, weil hier. Wir sind jetzt so oft schon nach Köln gefahren und immer war es eine Katastrophe, an jedem Tag. Ja, in Amerika hätten wir das nicht. Da hätten wir eine fünfspurige Autobahn und dann wird das hier nicht alles stauen. Das ist sicherlich. Amerika-Vergleich, das wird heute ein schnelles Bingo-Chat. Ist schon passiv-aggressiv, aber nicht zueinander, oder? Ja, yeah, ist so easy. Richtig, aber naja. Es macht einfach keinen Spaß, diese Fahrt, aber trotzdem ist es egal. Wir sind um 20 vor 10 in Köln und das dauert jetzt noch eine Stunde in etwa. Von daher ist es wohl erträglich. Ich weiß nicht, mit meckern über DE, da warte ich lieber noch, Chat. Jetzt hätten wir zwei mit einem abgehakt, dass sie wieder über den Stau meckern. Deswegen habe ich ja extra nicht reingeschrieben, dass sie über den Stau meckern, wisst ihr?
Ey, mit meckern über die meine ich eher, wenn die wieder über die Leute, die in Deutschland so sind, wenn die über die meckern. So. Über Stau meckern die jede Folge. Parkplatz gefunden, ein bisschen schwer, deshalb Foto gemacht zum Wiederfinden. Ja, also jetzt irgendwie nach Pisse. Nein, es ist eine ganz gute Tiefgarage hier. Also Parkgarage, die Hotelpreise in Köln explodieren jetzt gerade. Wahrscheinlich ist wieder irgendwie eine Messe oder wegen Ferien, keine Ahnung. Wir parken jetzt in der Parkgarage vom Steigenberger Hotel, wo ich mit Simone schon mal vor kurzem war. Wir wohnen aber nicht hier, weil das war unbezahlbar. Das kostet irgendwie pro Übernachtung über 250 Dollar, Euro. Schnapper. Jetzt müssen wir erstmal wieder rausfinden. Dollar, wir haben Euro. Ein anderes Hotel, was in der Nähe ist von hier. Da müssen wir aber ungefähr 5 Minuten, glaube ich, zu Fuß hingehen. Nachher mit den Taschen. Machen wir später, wenn wir einchecken können. Heute Abend oder so. So. Wieder viel zu früh. Erstmal hier rausfinden. Das Gute ist, dass wir uns inzwischen in Köln ganz gut auskennen. Das erste Bier jetzt. Ich habe aber gerade mal festgestellt, es ist zum ersten Mal, dass ich in der Woche hier bin. Was haben wir nur am Wochenende hier? Jetzt sitzen wir hier gerade beim noch nicht geöffneten Augustiner am Heumarkt, wo wir gleich was zum Mittagessen essen wollen. Oder zum Frühstück, wie man es nennt. Wir haben auch noch nicht gefrühstückt. Und dann sucht sich hier gerade eine App raus, wie er mit dem öffentlichen Nahverkehr den ganzen Tag herumfahren kann. Wie sind da die Ergebnisse bisher? Ich habe eine App gefunden, ne? Ja, ich habe eine App gefunden. Oh. Das ist der erste Schritt. So, wir warten jetzt bis 11 Uhr, sondern eine Viertelstunde. Und dann gibt es hier lecker was zu essen und Erfrischung in der Sonne. 11 Uhr Mittag. Das geile Wetter. Also ich frühstücke gerade um hatte, dass wir heute 13 nach Köln fahren, Uhr. Muss ich mal sagen. Jetzt, wo wir unser Auto geparkt haben und den ganzen Stress hinter uns lassen können. Es gibt neuen Stress. Ich muss auf Toilette. Aber wo soll ich rein? Alles zu hier noch. Ich lass einfach das laufen. Das ist ein Stress. Ich kann dir aber einen guten Trick verraten. Einfach laufen lassen. Geradeaus gehst, wo der orangene Schirm ist da hinten. Orangener Schirm? Ja, da. Da kann ich rein. Brauerei zum Pfaffen. Da kann ich rein. Die kennen mich da. Kannst du dich immer auf mich berufen? Die kennen dich da. Ja, klar. Ich war schon öfters da, also, ja. Die haben offen, oder was? Ja. Okay. Ja, so muss Urlaub sein. Ich muss nicht mehr Auto fahren. Kann man jetzt hier so ein leckeres Augustiner Edelstoffbier gönnen. Das ist eigentlich so wirklich. Eine Köstlichkeit. Köstlich. Sonne genießen. Und Johnny hat sich gerade sein Ticket gekauft, ein Tagesticket. Das ist relativ preiswert, muss ich mal sagen. 24 Stunden für 10,80 Euro oder sowas. Oder was war das? Ja. 10,84 Euro oder so. Ja, finde ich ganz schön mutig, dass er sich das. Ich hätte ja ein bisschen Sorge. Ja, Fleming gibt mir auch schon. Aber ja, du bist ja auch so, Stefan. Weißt du, dass er eine App auf seinem Handy hat, mit der er so gucken kann, wo er einsteigen muss und wo welche Haltestelle ist? Aber er benutzt sowas nie. Also ohne das würde ich es auch nicht hinbekommen. Aber wenn ich das halt auf dem Handy habe, dann ist das ja easy. Ja, cool. Und dann treffen wir uns. Erstmal essen wir gleich schön was. John hat sich, glaube ich, einen Leberkäse ausgesucht. Noch nicht ausgesucht, also in der Karte vorgewählt. Gibt ja erst ab 11:30 ist hier die Küche erst geöffnet. Junge. Ich werde einen Schnitzel Wiener Art essen. Und als Frühstück. Und dann sehen wir uns ja heute Abend erst wieder. Dann hoppsala. Naja, was ja passiert ist, darf ich nicht verraten. Aber die Spreite ist ein bisschen leerer geworden, ohne dass was in seinen Mund gekommen ist. Ja, John chillt gleich alleine, Chef. So, das sieht gut aus. Wenn ich Hunger, mein Schnitzel Wiener Art. Und bei Johnny, der Leberkäse, sieht auch fantastisch aus. Das ist sowieso ein guter Laden hier. Wir waren ja schon mal hier, Simone und ich. Hier ist der Leberkäse. Boah. Bist du zufrieden? Mhm. Ja. John liebt Leberkäse. Ich kenne ganz viele Leute, ich finde es auch irgendwie ganz komisch. Was heißt liebt? Ja, du bestellst ihn ganz oft, wenn wir irgendwo essen gehen. Ja, wenn wir in so einen bayerischen Laden gehen, Stefan geht ja immer zu so bayerischen Läden hin, da bleibt mir ja nicht viel übrig. Du kannst auch Weißwurst bestellen, machst du auch gerne, oder? Nee. Nicht mehr? Nee, wechselt immer, keine Ahnung. Achso, wechselt immer, na gut. So, ich freue mich jetzt hier auch mal Mittagessen über das tolle Wetter und dann habe ich gleich einen ganzen Nachmittag meine Ruhe. Das ist auch mal was ganz Schönes. Was mache ich denn bloß?
Dortmund Rocksteady. Hast du eine Idee, was ich machen kann? Nö. Na toll. Was ist denn da versteckt unter der Serviette? Essen, was ich nicht geschafft habe. Und jetzt gehe ich los. Aber ich muss erstmal 48 Minuten brauche ich. Boah. Ah, ich habe noch was zu trinken. Das trinke ich jetzt weg. Hey. Oh. Mit Wodka geht das besser. Ja, echt, ey? Dom ist erstmal jetzt unterwegs, eine Stunde mit U-Bahn und Bus. Ich bin hier, wie man eben schon gesehen hat, am Kölner Dom angelangt und ich überlege wirklich, nochmal hochzusteigen. Ich habe schon ein paar Mal gemacht. Das hätten wir mit reinnehmen müssen. Aber ich glaube, nach dem leckeren Essen tut Bewegung mal ganz gut. Und Treppensteigen ist gesund. Natürlich ein Nachteil, ist natürlich voller Touristen hier. Und natürlich werden schon unzählige Leute oben sein. Ich glaube, John fährt zu seiner Freundin, würde ich mal schätzen. Sag ich mal, ein bisschen Aussicht genießen über Köln. Ich probiere es nochmal. Das ist eine Simulation. Immer wenn der in Köln ist, muss er auf diesen Dom steigen. So, das meiste ist schon geschafft. Jetzt nur die kleine Treppe. Herr Armel, dem ist einfach so langweilig, dem Stefan. John ist zu seiner Perle gefahren. Und jetzt muss er den Tag alleine rumbekommen in Köln. Hier hochgehen, dann bin ich schon oben. Es muss oben die Hölle los sein. Sag ich mal, im Vergleich zu dem Malen, wo ich hier vorher war. John lacht zwar immer über mich, wenn ich überall so früh da bin, so gleich, wenn es aufmacht. Aber was mir entgegenkam, war schon eine ganze Menge. Viele am Meckern, muss ich rechts halten und bla 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 bla. Mal sehen, wie es oben aussieht. Auf jeden Fall scheint die Sonne, es ist blauer Himmel. Er hat bisher nicht gemeckert. Muss eine gute Aussicht sein, lohnt sich auf jeden Fall, weil für 6 Euro kann man es mal eben so machen. So, und für alle die, die noch niemals hier oben waren und vielleicht ein bisschen so Höhenangst Schere. Haben, das ist alles nicht schlimm, auch ganz oben nicht. Das Einzige, was ich schlimm finde, ist hier. Wenn man nämlich hochkommt und ich habe schon mal ein paar Videos gesagt, vorweg, wo wir auch schon mal gefilmt haben hier, wenn man hier aus diesen Fenstern blickt beim Hochgehen, aus diesen hohen Domfenstern, da merkt man die Höhe. Ist schon unerheblich. So, oben angekommen. Hier ist die Aussicht. Wunderbar. Das ist übrigens Boomer-Aktivität 2 von 2 bisher. Ja, man lernt einfach nicht aus, was ich eben so gehört habe bei anderen Leuten. Diese 7 Bergzipfel, die man da in der Ferne sehen kann, ist das Siebengebirge. Schon viel von gehört, noch nie gesehen, heute erstmals wahrgenommen. Ja, sind doch noch mal gelohnt heute. So, und schon wieder unten. Es ist eine Wärme ohne Ende. Sehr schön, Frühling endlich. Runtergehen vom Dom war kein Problem. Kann man kaum welche entgegen. Hochgehen war ein bisschen anstrengender natürlich. Man ist dankbar für jede Pause, die man einlegen muss, weil welche entgegenkommen. Ich hatte auf dem
Weg nach oben, glaube ich, so 3 kurze Pausen von jeweils so 10, 15 Sekunden. Schon ein bisschen anstrengend, aber nicht so anstrengend, dass man sagen sollte, ich bleibe lieber unten. Also es ist wirklich toll. Immer wieder ein Erlebnis. Ja, und jetzt habe ich mir einen Kölsch verdient, würde ich mal sagen. Es ist echt warm, es sind bestimmt 20 Grad hier. Gefühlt auf jeden Fall. Ich hätte den Counter höher sitzen können. Gehen wir mal in Richtung Rheinufer. Ja, mit dem Kölsch war gar nicht so einfach hier am Rheinufer. Noch habe ich keins, noch nicht mal bestellt. Das Bierhaus am Rhein, wo ich sonst immer gewesen bin, mit Simone auch, hat heute geschlossen aus Krankheitsgründen. Das ist da, wo die grünen Schirme sind im Hintergrund. Da war ich eben noch bei so einem anderen Laden, der da daneben war. Da kostet das Kölsch, ein Kölsch 3,30 Euro. Man hat vorhin noch vorgeschlagen, als Bingo-Feld, meckern über Bierpreise. Ich dachte mir so, ah, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich war noch Preise gewohnt, unter 2,50. Hier kostet das Kölsch, wo ich bin, bei Löwenbräu Hotel Köln, ist auch schon ein bisschen teurer. Immerhin. Warte mal, Chat, pass auf. Wir machen nicht meckern über IDE, sondern wir machen einfach nur meckern dahin. Und haben jetzt schon 2 von 3, weil er hat über Stau gemeckert und jetzt über die Bierpreise. 2,95. Ja, mal sehen. Aber ich möchte auch gerne in der Sonne sitzen, wenn das Wetter schon schön ist. Und deshalb bin ich mir bereit, das zu bezahlen dafür, für einen Kölsch. Nach diesem... Stimmt, er hat theoretisch auch über die Hotelpreise gemeckert. Da müssen wir hochsetzen, das ist zu einfach. Domaufstieg. Was für ein Scheißladen. Merkt euch den Laden. Wer in Köln ist, dieses Löwenbräu-Hotel, der Typ steht da, guckt in die Sonne, sieht mich, macht keine Anstalten, mal herzukommen, eine Bestellung aufzunehmen. Ja. Digga, passiv-aggressiv, da hätten wir auch 10 Counter machen können. Er meckert nicht nur über die Preise, sondern auch über den Laden. Wahrscheinlich hatten die noch gar nicht auf oder so. Ja, Arschleck 350. Gehe ich halt woanders hin. So, hier hat es geklappt. Hier waren wir auch schon mal. Am Heumarkt ist das hier. Wie sauer der war. Und das ist das Kölsch, das ich mir verdient habe. Aber wir machen bei Bier, ne, das zählt jetzt nicht. Der wird da ja bestimmt 5-6 Stück trinken. Sondern das nächste Mal, wenn er wieder woanders ein Bier trinkt, dann zählt das als nächstes. Was weiß ich, was es kostet. Hier stehen keine Preise. Oh. Weil ja auch keine Karte auf dem Tisch liegt. Aber ich glaube, 3,30 wird es nicht kosten. Oh, erfrischend. Voll, den geil aus. So, ich habe mir ja vorgenommen, jedes Mal, wenn ich in Köln bin, eine kölsche Spezialität zu probieren. Jetzt habe ich mir diese Reibekuchen endlich mal geholt, die fast so aussehen wie bei meiner Oma zu Hause. Oder meiner Mutter. Auf jeden Fall besser sind als diese polnischen Dinger bei uns auf dem Weihnachtsmarkt. Und das Ganze für 5,50 Euro, also eine Riesenportion. Bin sehr gespannt. Das sind die Reibekuchen aus der Salzgasse, in der ich mich gerade befinde. Schmeckt ganz hervorragend. Genau das Richtige. Genug unterwegs gewesen. Verabredung ist vorbei. Jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen Stärkung. Und ja, wir sind bei Burger King. Da gibt es einen Long Chicken. Bei mir. Und bei Stefan gibt es eine aus der Kings Selection. Ich guck mal. Alles ein bisschen schwer mit einer Hand. Ja, keine Ahnung, kann man nicht erkennen. Und zwar den King's Beef Doppel im Menü. Cheesy. Hier ist mein Burger. Ich meine, die Preise sind echt enorm gestiegen. Der Burger allein kostet über 11 Euro. Aber ich muss sagen, es ist ja wirklich gut. Ein Burger King Burger kostet über 11 Euro? Aus. Und einen leckeren Füßchen gibt's und... Zwiebelringe. Ich hatte auch einen tollen Tag. Also, das ist schon die 5 von 5 Chat. Vitamin D auf jeden Fall genug bekommen heute. Roomtour, ich habe gehört, das war ein richtig
schreckliches, schäbiges Zimmer sein. Ich muss das nochmal hochmachen. Ah, ja, moin. Ja, es hat irgendwie was. Es sieht irgendwie... Noch über das Zimmer gemeckert. Es hat auch irgendwie was. Also, was ich sehe, was ihr gleich auch sehen werdet, es erinnert mich ein bisschen an das Anwesen von Rick Owens. Naja, egal. Einfach mal rausstehen sogar. Die Toilette nicht. Ja, alles sehr klein und eng. Aber hier auch, das eigentlich ist das ganz cool hier, wenn ich ehrlich bin. Hat einen coolen Vibe irgendwie, aber... Ja, irgendwie das sieht richtig eklig aus, auch mit diesen Fliesen drauf. Na egal, das Bett sieht ganz cool aus. Ach so. Ja, es war zurzeit so, dass die Hotelzimmer in Köln total teuer sind. Doppelte und dreifache wie sonst. 300 Euro. Und dieses Zimmer gab es hier für 150 Euro. Und das liegt von der Lage her, also muss man sagen, wirklich gut. Fast so wie unser Steigenberger Hotel, wo wir beim letzten Mal waren, Simon und ich. Aber das Zimmer ist eben ein bisschen spärlich. Das ist, glaube ich, ein Hostel, keine Ahnung. Oder ich weiß nicht genau, was das hier ist. Auf jeden Fall gibt es hier nur das Nötigste. Und das reicht natürlich auch für eine Nacht. Mein Gott. Ja, wie man sieht, hört man nichts. Wir haben die Aufnahme an diesem Tag mit der GoPro aufgenommen, mit dem Mediamod zusammen. Und da muss irgendwas passiert sein beim Zusammenstecken des Ganzen, dass der Ton nicht mit aufgenommen worden ist. Und das leider bei allen GoPro-Aufnahmen von diesem Tag. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir das Ganze am Laufen halten, denn die Show muss ja weitergehen. So, dann ging es natürlich erstmal los mit Auto ausparken. Aber was man davor machen muss, ist natürlich ja erstmal am Parkautomaten das Geld zu bezahlen. Das waren toll. 25 Euro. Jetzt meckern die gar nicht mehr. Ja, dann ging es auch weiter. In Richtung Willingen. Und weil wir ja nett sind, haben wir für Simone auch ein paar Sachen im Urlaub besorgt und haben sogar Geschenkpapier gekauft, um ihr das auch schön überreichen zu können, das Ganze. Auf dem Weg nach Willingen war auf der anderen Seite der Autobahn ganz viel Stau. Ja, und das ging wirklich kilometerlang so. Wir haben auch dann irgendwann die Ursache gesehen. Da war ein LKW auf der Fahrbahn umgekippt. Und ja, was passiert ist, wissen wir natürlich nicht, ob es schlimm war. Auf jeden Fall hatten wir freie Bahn und waren dann auch 2 Stunden später Geschenkpapier gekauft haben schon in Willingen mit kleinen Hindernissen. Mist, Wassertank. Mussten wir auf den kurvigen Straßen sehr lange einem Trecker hinterherfahren. Es war nicht möglich, den zu überholen. Irgendwann war es möglich, aber es war schon ziemlich nervig. Auf dem Weg zu unserem Ziel haben wir auch ein älteres Ziel von uns gesehen, wo wir mal hochgeklettert sind, und zwar die Bruchhäuser Steine. Ja, da sind wir mal hochgestiegen bis zum Höhenkreuz. War eine tolle Aussicht und immer ein toller Ausflug. Als wir unser Auto dann geparkt haben, haben wir sie auch schon erblickt, den Skywalk in Willingen. Das ist die längste Fußgängerhängebrücke in Deutschland und die zweitlängste der Welt. Ja, die längste ist nämlich in Tschechien, aber ich weiß noch, bevor wir erstmal auf die Brücke kamen, mussten wir jede Menge Treppen laufen. Ja, wie kann man da freiwillig rüber gehen? Ich habe so ein Panikgefühl. Ja, hier sieht das Ganze noch etwas einfacher aus, aber dann ist man da so eine... Ja, wie nennt man das? Eine Schanze hochgelaufen. Ja, das war die Mühlenkopfschanze in Willingen. Und man sieht hier auch, gut, dass man den Ton nicht hört, wie ich am Schnaufen bin. Ja, Stefan hat das sehr angestrengt. Der hat, glaube ich, auch 3 oder 4 Pausen gemacht. Ich glaube, ich habe eine Pause gemacht. Habe mir das ein bisschen so leicht genommen. Aber ich weiß noch, als ich dann aufgehört habe zu gehen, haben meine Oberschenkel... Die haben sich so angefühlt, als würden die gleich platzen. Also es war ein echt komisches Gefühl. Ja, und ich kann froh sein, dass ich einen Tag vorher noch den Kölner Dom als Übung hatte. Denn das ist echt hier der Wahnsinn. Und der Kölner Dom ist dagegen ein Witz gewesen, dass man diese Treppen an der Schanze hier hochsteigt. Oh Gott, da kracht's bei mir innerlich gerade.
Was wir zuerst dachten, als wir von unten auf die Brücke geguckt hatten, ist, dass da Glasböden sind. Wäre auch ganz cool gewesen, aber boah, am Ende war das nur so ein Gitter, was, ja, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war jetzt, aber dann konnte man dann immerhin mal ab und zu nach unten gucken und sehen, wie hoch man eigentlich ist. Und die Aussicht war ja auch wunderschön. Aber ja, echt krass, dass das in Deutschland gibt. Ich springe hier ein bisschen drauf rum, um mich ein bisschen nervös zu machen. Das hat ein bisschen geschwankt, das Ganze, die Brücke. Hauptsächlich wegen des Windes wohl. Und diese Drahtseile, die haben mich an die Golden Gate Bridge erinnert. Also die Dinger, die halten schon, glaube ich, ganz gut was aus. So langsam nehmen wir uns jetzt der Mitte der Brücke und hier nochmal mal, ja, so ein schöner Blick nach unten. Es sind 100 Meter. Überleg mal, da kommt dir so ein Fettsack entgegen und der drückt dich hier so richtig gegen das Gitter, weil er sonst nicht vorbeikommt. Der Brücke und hier nochmal, ja, so ein schöner Blick nach unten. Es sind 100 Meter, aber es ist eine wirklich erstaunliche Höhe. Wird schon ein bisschen komisch, das Gefühl, wenn man da runter guckt. Gar nicht. Und Angst hatte ich wirklich nie, weil ich wusste ja, dass es abgesichert ist. Man hat ja auch die dicken Drahtseile links und rechts gesehen. Also ich habe gesehen Leute, die da so ein bisschen nervös drüber gelaufen sind, aber ich weiß immer, ist alles abgesichert und wenn es gefährlich wäre, würde es da ja auch nicht stehen. Ja, und hier in der Mitte der Brücke, da war so ein Mann mit so einer Konstruktion. Ich habe gedacht, er will Bungee-Jumping machen, aber die haben dann nur irgendwelche Sachen hochgeseilt oder abgeseilt. Stimmt, instabil das Ding. Er gehörte sicher nicht zum Personal. Am anderen Ende der Brücke übrigens hat uns gar nichts erwartet. Da waren vielleicht ein paar Wanderwege, aber wir haben es einfach so gemacht. Wir sind einfach einmal rübergegangen, haben diesen Gang über diese Brücke echt genossen. Und dann ging es auch schon nach einem kurzen Aufenthalt drüben am anderen Ende auch schon wieder zurück. Und wir hatten sogar Glück, dass ein bisschen sogar die Sonne rauskam. Aber der Wind auf der Brücke war ziemlich eisig, oder? Ja, man ist da so ein bisschen... ja, langgelaufen wie so ein Betrunkener. Sieht man hier auch, aber man geht nicht gerade. Und es liegt auch daran, dass hier ein paar Leute uns entgegenkommen. Und je mehr Leute auf der Brücke sind, umso mehr wackelt diese Brücke. Sie schwankt nicht, sie wackelt. Also man merkt, dass sie schwingt. Tuppert, ey. Also es sieht irgendwie gar nicht nach 100 Metern aus, würde ich sagen. Aber... laut Hersteller sind es 100 Meter. Das sieht viel länger aus. Und eigentlich ganz gut, dass es hier so eine Roste ist und kein Glasboden. Da hat man ein bisschen mehr Vertrauen dazu. Ja, und nach diesem Abenteuer, dieser tollen Brücke... Ich hätte Re-Rap gesagt, das sind 400 Meter oder so. Das ist viel länger, der hat doch von der Höhe geredet, oder? Niemals, die ist nur, doch niemals nur 100 Meter lang. Ja, mir hat es gut gefallen. Ja, eigentlich habe ich nicht viel davon gehalten, weil ich dachte ja. So besonders wird es jetzt nicht in einem Ort, der Willingen heißt, wenn man da über eine Brücke läuft, aber 650 ja, bis auf den Meter lang. War es richtig cool, das war ein bisschen nervig. Ja, und danach haben wir uns erstmal in Willingen ein schönes Mittagessen gegönnt. Raus aus dem Wind, rein ins gemütliche Wirtshaus. Wir sind hier mitten in der Innenstadt von Willingen, wo eben alles sich abspielt hier in so einem Ort. Ja, haben wir was zu essen bestellt und wir haben noch keins voll, Meisels Weißbier. Das ist das leckerste, für mich leckerste alkoholfreie Bier, was es gibt. Prost. Was bringt es dann, wenn kein Alkohol drin ist? Geschmack und ich kann noch weiter Auto fahren. Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie in den letzten Wochen so meine Liebe zu Kakao entdeckt. Ich habe mir zu Hause öfters einen Kakao gemacht, aber immer kalt so. Also nur Kakaopulver rein und so oder von Nesquik halt was. Aber John sieht immer älter aus, aber trinkt jetzt Kakao. Während meiner Klassenfahrt in den Niederlanden bin ich öfters mit ein paar Freunden halt in so ein Café gegangen und ich wollte halt keinen Kaffee trinken, weil ich halt keinen Kaffee mag. Und dann konnte man da immer Kakao bestellen und war eigentlich immer ganz lecker. Oh. Jetzt hätten wir Burger eigentlich abhaken können. Ein Burger, ein Cheeseburger. Ich sehe, ist viel Bacon drauf. Und dazu gibt es Pommes mit Mayonnaise. Und bei Stefan gibt es ein Schnitzel
das versteckt unter Spiegelei. Oh, das sieht aber geil aus. Die Kartoffeln. Ja, ich habe mir ein schönes Schnitzel bestellt hier mit Bratkartoffeln, Spiegelei, Bacon. Einfach lecker. Und Hunger haben wir jetzt auch. Das ist wieder Frühstück und Mittagessen in einem. Wir sind angekommen. Ja, also ich freue mich total, obwohl ich mich gefreut hätte, wenn ihr noch 2-3 Tage länger weggeblieben wärt. Also mir ist die Zeit viel zu schnell zwischen den Fingern davon geflogen. Mit Toni. Ich konnte gar nicht alles machen, was ich wollte. Trotzdem waren wir so nett und haben Simone was mitgebracht. Ja, da freue ich, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet und ich weiß jetzt nicht, sind das Verarschungsgeschenke oder ist das wirklich... Na. Guck, wie schön das verpackt ist. Das wundert mich schon. Geschenk. Das ist doch Verarschung, oder nicht? Das ist aber bestimmt auch nicht im... Ist das im Geschäft eingepackt worden? Das frage ich mich jetzt gerade. So packe ich auch Geschenke ein. Die packen das, glaube ich, anders ein. Ich glaube, ich werde verarscht. Nee, sie mit Simone Front war, dass Simone gefrontet wird. Nicht, dass sie einen Front raushaut. Das war gerade untypisch. Na, das geht doch ein bisschen schneller. Das sind seltene Sachen, die du hier nicht kriegst. Oh mein Gott, Feier. Von? Von euch. Von Taco Bell. Ach nee. Also was Scharfes, scharfe Soße, okay. Das sieht nicht nach Taco Bell aus. Und das sind viele Grüße aus Oberhausen. Okay. Also habt ihr noch Geschenkpapier gekauft und das selber eingepackt? Hätte ich ja nicht gedacht. Jetzt bin ich aber echt neugierig. Geschenkpapier war einfach teurer als der Rest. Sehr schön. Aus dem Hotel ein Stift und ein Block. Das finde ich aber jetzt wirklich super. Notizzettel, ich liebe sowas, ja. Das finde ich richtig klasse. Das wird wahrscheinlich eine Seife, ein Shampoo oder irgendwas aus Oberhausen aus dem Hotel sein. Grüße aus unserem Wohnwagen in Holland. Ach, ja, da wäre ich ja gerne mitgekommen. Was ist das denn? Ach, Nüsse. Ach, cool. Ja, das sind ja mal tolle Geschenke. Ich an Weihnachten, wenn es wieder Sachen gab, die ich nicht wollte. Ja. Cool. Das ist der einzige Flop bisher. Es kommen Grüße aus Efteling. Das ist ein bisschen schwerer. Kennen die Zuschauer das alle schon? Nee. Das sagt mir jetzt nichts, weil ich den Park nicht kenne. Ist das das Maskottchen? Das ist Rotkäppchen. Ach so, Hoden of Wickes. Das sind solche Steine, die bemalt werden, die man dann irgendwo liegen lässt und dann finden kann. Ja, das weiß ich. Aber das aus Efteling, habt ihr das da irgendwo gefunden oder gekauft? Gefunden. Ach, gefunden. Ah, gefunden. Ach, ihr doch für dich kein Geld aus. Ihr hattet doch schon mal sowas Geiles, so eine Brezel. Ja. Ah, ja, super. Einkauf. Klasse. Das ist... Ach so, das ist aus dem Sauerland. Das war aber der Front mit, wir geben für dich kein Geld aus. Wir haben das erste Feld. Schenk mir das. Nein, hallo. Die erste Reihe. Die... Also das ist... Ach, egal. Der Inhalt ist nicht daher. Das haben wir einfach da reingesteckt, weil das bei mir im Burger drin gesteckt hat. Burger. So... Von dir will sich, glaube ich, keiner verarschen lassen. Und der Inhalt schon. Das war aber ganz schön frech. Hätte Stefan sich nicht vernaschen lassen, dann wärst du jetzt nicht hier von Simone. Aus Rotterdam. Rotterdam, das ist eine Flasche. Ach, das sind ja geile, das ist ja lustig. Ja, da war der nächste Front. Und das habt ihr gekauft? Oder? Ja, das habt ihr, glaube ich, gekauft. Nein, wir geben für dich kein Geld aus. Haben so, das war auch irgendwo in der Hotelbar. Hotel, ja, in einer Zimmer. Wenn er wüsste, wie viele Versuche es gedauert hat. Ein Sauvignon, ein Weißwein. Ja, also das sind tolle Geschenke. Da lache ich mich jetzt echt schlapp. Das ist scharfe Soße. Könnten wir ja mal irgendwie vielleicht eine Challenge uns zu überlegen. Und alles, alles andere behalte ich, finde ich klasse. Challenge braucht man dafür nicht, die Soße ist gar nicht so scharf. Ich habe mir nämlich 2 Stück auf meinen Taco gemacht, mache ich immer. Und Simone... Oha, sorry, Bro. Oha, John ist einfach dieser Typ an dem TikTok, was Leute für Reaktionen erwarten, wenn sie gerne scharf oder easy scharf essen. Das suche ich jetzt raus. Dafür hat er doch sogar eins gedreht. Wartet mal, Chat. Weiß jemand, wie der heißt? Hier, aber pass auf, das ist scharf. Genau, mach langsam. Und? Da habt ihr schon scharf drauf. Ja, und das nicht wenig. Spürst du das nicht? Nein, überhaupt nicht. Na, da bin ich jetzt baff. Nicht dein Ernst. Das ist übertrieben scharf. Mir hat's fast die Gurgel rausgehauen, als ich das probiert habe. Ja, glaub mir, ich vertrag aber auch relativ viel.
Dir glaube ich das sogar. Was, echt jetzt? Das ist doch echt viel. Ich kann dir da gar nicht zusehen. Ja, ich mache das jetzt schon so viele Jahre und ich glaube, ich habe einfach eine Resistenz aufgebaut. Na, wenn einer das aushält, dann du. Na, Prost, Max. Allein vom Zusehen brennt mir schon die Kehle. Ja, und deswegen spüre ich das eigentlich gar nicht mehr. Bist ja auch ein ganz scharfer Typ. Der war gut. Unser Spice Master. Reicht das nicht langsam? Nein, sonst schmecke ich das wirklich nicht. Nicht zu glauben. Kehle aus Stahl. Ich glaube, ich bin im Fall. Kehle aus Stahl. Mittlerweile ist es sogar schon so, dass es mir gar nicht mehr schmeckt, wenn es nicht scharf ist. Schärfster Typ auf Erden. Ich falle vom Glauben. Ihr schnürt hier alles zu. Wahnsinn. Deine Freundschaft ist mir das höchste Gut. Aber euch würde ich das jetzt nicht empfehlen, weil das ist halt auch nichts für schwache Nerven. Ne? Das stimmt, natürlich nicht. Wir halten das im Gegensatz zu dir nicht aus. Deine Freundschaft ist mir das höchste Gut. So, und jetzt nochmal John da hingegen. Mal irgendwie vielleicht eine Challenge uns zu überlegen. Und alles, alles andere behalte ich, finde ich klasse. Challenge braucht man dafür nicht, die Soße ist gar nicht so scharf. Ich habe mir nämlich 2 Stück auf meinen Taco gemacht, mache ich immer. Und Simone, Kehle aus Stahl. Weil wir dich ja jetzt so schön beschenkt haben, kannst du ja heute mal die Absage machen, während ich dann meine Reisetaschen auspacken kann. Und in dieser Tüte, wo wir die Geschenke hatten, ist auch noch Stefans Nagelschere drin, nicht vergessen. Die wir gebraucht haben, um das Geschenkpapier zuzuschneiden. Ah ja. Ja gut, also freue ich mich über die Geschenke und den Vlog, den ich ja bis dahin auch noch nicht kenne, was davor jetzt schon kam, gucke ich mir mit euch sehr gespannt an und ja, was soll ich jetzt sagen, ich bin gar nicht mehr im Flow. Ich kann nur sagen, danke fürs Zuschauen, dass ihr die Jungs so lange ertragen habt in diesem Video. Perfekt, grazie. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein, schreibt nette Kommentare. Und lasst doch bitte ein Abo da. Würde uns sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das ist ja klasse. Das ist ja klasse. Das war geil. Aber wir haben, Digga, wie knapp das war. Imagine, das hier hätten wir noch bekommen. Also, die haben die wahrscheinlich schon mitgenommen. Wir haben sie jetzt nicht gesehen, aber wahrscheinlich ist das ja auch grün. Schlechtes Englisch hätte man auch ein paar Mal mitnehmen können. Und Boomer-Einkauf war halt leider umsonst die Sachen, die sie bekommen hat.